Vergangene Woche waren wieder Verhandlungstage im NSU-Prozess. Da kam es eben unter anderem danach zu der Mitteilung, dass da Opferanwälte den Prozess verlassen haben aufgrund einer Äußerung der Verteidigung, die da rechte Propaganda habe verbreiten sollen, so die Aussage der Opferanwälte. Wie hast denn du da zum Beispiel genau diesen Moment vergangene Woche wahrgenommen? Was ist denn da passiert? Ja, also das ist nicht das erste Mal und es geht um die Verteidigung des Angeklagten Ralf Wohlleben, der Beihilfe zum neunfachen Mord angeklagt ist, weil er die Tatwaffe bei den Morden, bei den rassistischen Morden des NSU besorgt haben soll und auch bezahlt haben soll, beziehungsweise den Auftrag dazu gegeben haben soll. Und der ist der Einzige, das muss man als Vorgeschichte wissen, er ist der Einzige, der tatsächlich Szeneanwälte sich genommen hat. Nazi-Anwälte kann man sagen, also vor allen Dingen nach diesen Anträgen kann man definitiv von Nazi-Anwälten sprechen. Und die haben schon öfter nun, weil sie merken, dass ihre Verteidigungsstrategie am Ende ist, dass sie da in diesem Prozess nichts mehr holen können, angefangen, ja, wie soll ich mal sagen, mit Anträgen um sich zu schlagen. Und diese Anträge sind schon seit einiger Zeit geprägt von Nazi-Propaganda. Es ging also in zwei Anträgen zum Beispiel darum, dass geklärt werden sollte, ob Rudolf Hess tatsächlich Selbstmord begangen hat oder ob er ermordet worden ist und ob deshalb ein Aufkleber, der bei Ralf Wohlleben bei der Hausdurchsuchung gefunden wurde, Rudolf Hess, das war Mord, ob der tatsächlich etwas über seine Gesinnung aussagen könne oder ob der nicht vielmehr eine richtige Frage stellt, weil die Wahrscheinlichkeit und so weiter und so weiter. Also wir haben schon seit einiger Zeit solche Anträge gestellt und vergangene Woche ist es quasi, ja, fast könnte man sagen, endlich zum Eklat gekommen oder zu Protesten, dass 13 Nebenklageanwältinnen und Anwälte den Gerichtssaal verlassen haben. Der Antrag, der gestellt wurde, ging zum Thema Volkstod. Bei Ralf Wohlleben war auch ein Aufkleber mit dem Slogan Volkstod stoppen. Wir kennen das aus der NPD-Propaganda, aus Nazi-Propaganda, aktueller Nazi-Propaganda, wo argumentiert wird, das deutsche Volk, alles natürlich in Anführungszeichen bitte zu denken, stirbt aus, wird ausgewechselt. Also auch Denkfiguren, die inzwischen auch bei der AfD verwendet werden. Das ist von Umvolkung die Rede, von Bevölkerungsaustausch. Und das kam auch alles in diesem Antrag vor, der darauf hinauslief, dass man einen Demografen, also einen Bevölkerungswissenschaftler als Zeugen laden solle, der bestätigen solle, dass dadurch, dass die Deutschen sich nicht mehr genug vermehren, die Existenz des deutschen Volkes, bitte, alles in Anführungszeichen nochmal, bedroht ist und dass also ein Aufkleber Volkstod stoppen nichts über die Gesinnung ihres Mandanten aussagt. Und wie gesagt, also unter Poltern und Missfallensäußerungen sind die 13 Nebenklageanwälte rausgegangen, was Olaf Klemke, der vortragende Verteidiger von Wohlleben, mit den Worten, ja, ich setze dann fort, wenn die Luft hier wieder zum Atmen ist. Und es ist ein Nebenklageanwalt, Mehmet Dalmagüler, im Raum geblieben und hat sich dann zu Wort gemeldet und in einer, wie ich finde, sehr guten Replik hat er eine Verbindung hergestellt zwischen der historischen NS-Ideologie des Volkes in Not, des Volkes ohne Raum, hin zu diesem Volkstod-Ideologem der aktuellen deutschen Nazi-Szene und hat gesagt, dass dann auch eine historische Parallele zur NS-Vernichtungspolitik hin zu den Morden des NSU zu ziehen wäre und hat gesagt, wenn es noch Zweifel gegeben haben sollte an der Gesinnung des Angeklagten Ralf Wohlleben, sofern er sich die Äußerungen seiner Verteidiger zu eigen macht, dann seien diese Zweifel jetzt ausgeräumt. Auch diese Stellungnahme von Mehmet Dalmagüler war in dem Moment sehr, sehr wichtig. Sonst hat wie üblich das Gericht oder
oder Bundesanwaltschaft niemand etwas zu diesem Affront der Verteidigung Wohlleben gesagt. Dieser Affront, der unterstreiche dabei in jedem Fall die eigene Gesinnung und die seiner Anwälte und klingt dann auch nach einer wenig seriösen anwältlichen Tätigkeit, sondern eher danach, als würde man sowieso schon aufgeben, ihn da irgendwie noch einen anderen Eindruck von Ralf Wohlleben zu verschaffen, sondern vielleicht nur noch das zu Nazi-Propaganda zu nutzen, den NSU-Prozess. Anders, anders jetzt zum Beispiel als Beate Zschäpes Anwälte, die ja schon immer versuchen, die Angeklagte da in ein anderes Licht zu rücken, ein Licht, das ja nicht dem entspricht, was das Gutachten, das Psychiatrische da ergeben hat. Und auch da gab es ja Ungereimtheiten zwischen Zschäpe, ihr selbst und ihren Anwälten im NSU-Prozess. Was ist denn da vielleicht vergangene Woche Berichtenswertes passiert? Ja, also wir sind in der Situation, vorvergangene Woche ist ja das Gutachten endlich, sage ich wieder, vorgetragen worden von Professor Henning Sass, nachdem also wirklich fast einen Monat lang die Verteidigung Zschäpe, die Altverteidigung, muss man sagen, Zschäpe versucht hat zu verhindern, dass er das Gutachten überhaupt vortragen kann. Er hat es vorgetragen, wie gesagt, vorvergangene Woche, und jetzt beginnen oder haben begonnen die, die Versuche der Altverteidigung Zschäpe, das Gutachten im Nachhinein oder den Gutachter im Nachhinein in Frage zu stellen, die Stichhaltigkeit, die Verwertbarkeit des Gutachtens in Frage zu stellen. Und das hat eigentlich die vergangene Woche bestimmt. Die zunächst Fragen des Neuverteidigers Hermann Borchert, die also ungeschickter nicht hätten sein können, hat versucht, wirklich einzelne Äußerungen aus dem Gutachten herauszupicken und in Frage zu stellen. Das war hilflos, das war definitiv kein großer Wurf, wie ohnehin die Neuverteidigung Zschäpe im Moment eher etwas kopflos scheint, weil ja auch dort sichtbar wird oder zu ahnen ist, dass der Prozess nicht im Sinne der Verteidigung Zschäpe ausgehen wird. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach eine Verurteilung zu lebenslanger Haft erfolgen mit dem Ausspruch einer Sicherungsverwahrung im Anschluss daran. Das heißt also, dass der Worst Case, könnte man sagen, für die Angeklagte Beate Zschäpe. Und vor dem Hintergrund wirkt das Agieren der Neuverteidigung, also der Verteidiger Borchert und Grasel, tatsächlich sehr hilflos bis ideenlos. Aber die Altverteidigung, die hier quasi sich auch ein bisschen an ihrer Ehre gepackt zu fühlen scheint, die rudern, die auch nicht geschickt, also der Auftritt, der Versuch von Rechtsanwältin Sturm, Fragen zu stellen, endete in einer, sehr peinvollen Auseinandersetzung zwischen ihr und dem Vorsitzenden Richter Götzl. Es wurde dann abgebrochen, das wird vermutlich nächste Woche fortgesetzt, weil Professor Sass diese Woche nicht im Gerichtssaal sein wird. Es sind diese Woche ist auch nur ein Prozesstag für diese Woche morgen angesetzt. Die beiden anderen sind aufgehoben. Es geht also weiter am 7.2. mit der Befragung von Henning Sass. Und ich muss sagen, der Mann, so arrogant er rüberkommt, ist offensichtlich in seiner Eindeutigkeit nicht zu erschüttern. Er hat eindeutig festgestellt, dass Frau Zschäpe verantwortlich ist, dass sie durchaus nicht das kleine Hascherl ist, als dass sie sich darzustellen versucht hat, diejenige, die abhängig war von den beiden Männern, die selbst willenlos mehr oder weniger und entsetzt, wie sie behauptet, von den Morden diese Jahre mit den beiden Mördern verbracht hat und so weiter. Er hat herausgearbeitet, und zwar aus der Beobachtung der Angeklagten in der Hauptverhandlung und aus dem Aktenbestand, dass sie durchaus dominant ist, dass sie sich durchaus nicht dominieren lässt von anderen, dass sie selbstbewusst ist und so weiter und so weiter. Und daraus folgert er, dass sie definitiv schädliche Neigungen hat, dass sie möglicherweise
zur Wiederholungstäterin werden könnte. Und daraus ergibt sich für ihn die Anregung, dass sie auch länger hinter Schloss und Riegel zu bleiben habe, als ein lebenslänglich bedeuten würde, nämlich 15 Jahre. Mit diesem psychiatrischen Gutachten von Henning Sass, damit wurde ja eigentlich, und so wurde ja vermutet, so ein baldiges Ende des NSU-Prozesses in München vor dem Oberlandesgericht eingeleitet. Nun allerdings hat wohl, so wird berichtet gerade, Richter Manfred Götzel so nachgehakt, ob man denn nicht bis Januar 2018 schon mal so Verhandlungstermine ansetzen könnte, höchst vorsorglich, so heißt es dabei. Das heißt, es könnte nun auch länger dauern. Wie ist denn deine Einschätzung dazu, inwiefern sowas nötig ist oder was dann noch alles auf den Prozess zukommen wird? Ja, also wir irren uns seit ungefähr 2 Jahren. Die Hoffnung war ja, dass es irgendwie spätestens 2014 zu Ende geht. Dann hieß es September 2015, dann hieß es Ende 2015, Anfang 2016. Dann hieß es, wir sind es so ein bisschen müde, immer wieder neue Prognosen rauszugeben, sind aber etwas irritiert. Also Götzl hat diese Termine reserviert im Saal A101 im Strafjustizzentrum in München. Das tut er im Grunde, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, dass er keinen Saal hätte, wenn es denn länger dauern würde als September 2017, bis wohin jetzt terminiert ist. Das heißt also, man kann tatsächlich davon ausgehen, dass das nur prophylaktisch ist für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass länger verhandelt wird als bis rund um den Sommer. Schon bis dahin haben wir den Eindruck, ist eigentlich nichts mehr da. Der Stoff ist durch. Die entscheidenden Fragen werden nicht mehr beantwortet werden, jedenfalls nicht im Gerichtssaal in München, sondern eher in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, die ja weiterlaufen. Das heißt also, mit Henning Sass, mit dem Gutachten, mit dem psychiatrischen Gutachten sind wir sehr nahe. Ich formuliere das schon mal sehr vorsichtig. Wir sind sehr nahe am Ende der Beweisaufnahme. Wie lange sich das jetzt noch hinzieht, diese Befragung und dieser Beschuss von Henning Sass durch die Verteidigung Zschäpe, ist unklar, wobei es nicht wahrscheinlich ist, dass es länger als noch den Februar vielleicht dauert. Wie viel Details, wie viele Dokumente, wie viel noch Beweisanträge in der Luft hängen, die noch eingebracht werden müssen in das Gerichtsverfahren, ist unklar. Das kann aber auch nicht mehr so viel sein. Das heißt also, vielleicht kommen wir doch im März, Anfang März vielleicht, zum Ende der Beweisaufnahme. Dann kämen nach einer bestimmten Pause möglicherweise die Plädoyers, von denen wir nicht wissen, wie viele es sein werden. Wir müssen bedenken, es gibt die Bundesanwaltschaft, die wird sicher nur eins halten, es gibt 13 Verteidigerinnen und Verteidiger. Wie viele davon jeweils ein Plädoyer für ihren jeweiligen Mandanten, Mandantin halten werden, ist unklar. Und dann gibt es ja auch noch die 50 Nebenklagevertreterinnen und Vertreter, die Juristen, die die Opfer des NSU, die Betroffenen des NSU vertreten. Wie viele davon ein Plädoyer halten werden, ist auch unklar. Das heißt also, es ist nicht klar, wie lange die Plädoyerphase reichen wird. Und dann wird es tatsächlich, man glaubt es kaum, irgendwann zu einem Urteil kommen. Und wann das sein wird, wir hoffen schon, ich sage es ganz offen, vor der Sommerpause. Weil es tatsächlich schwer ist durchzuhalten, weil einem nicht mehr klar ist, was jetzt noch kommen soll. Der Prozess wird auf jeden Fall ein unbefriedigendes Ende haben, weil, wie ich schon gesagt habe, von den offenen Fragen von Anfang des Prozesses ist so gut wie keine erschöpfend oder befriedigend beantwortet. Das heißt, es ist so ein bisschen die Frage, was das nun noch alles soll, wo wir doch eh wissen, wir werden unsere Antworten dort nicht bekommen. Eigentlich müsste unsere Aufmerksamkeit schwenken auf die Untersuchungsausschüsse, da mehr reingehen. Wir haben das erlebt an dem Tag, als Beate Zschäpe das erste Mal selbst gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob ich das hier auf Korax schon mal erzählt habe. An dem Tag, als sie selbst gesprochen hat, war die gesamte Aufmerksamkeit der Medien auf ihr.
Wie hat sie gesprochen? Wie hat sie ihre Stimme angehört? Hat sie hastig gesprochen? Hat sie ruhig gesprochen? War sie gefasst? War sie aufgeregt? Was für einen Klang hat ihre Stimme? Welchen Gesichtsausdruck? Und so weiter. Jeder Aspekt von dieser einminütigen Einlassung der Angeklagten wurde hoch und runter beschrieben. Am selben Tag ist im Bundestagsuntersuchungsausschuss der berühmte, möchte ich fast schon sagen, Referatsleiter aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz, Lothar Lingen, vernommen worden, der verantwortlich ist für die Vernichtung, die erste große Vernichtungsaktion von Akten mit NSU-Zusammenhang am 11.11.2011. Dieser Mann wurde konfrontiert mit seiner Aussage damals, dass er die Akten willentlich hat aussuchen lassen, zusammensuchen lassen, willentlich und mit voller Absicht hat vernichten lassen, um bohrende Fragen einer zweifelnden Öffentlichkeit vorwegzunehmen, quasi zu sagen, eine Akte, die weg ist, zu der können auch keine Fragen mehr gestellt werden. Also wo ein hochrangiger Verfassungsschutzmitarbeiter zugegeben hat, dass er vertuscht hat, ganz gezielt vertuscht hat, das ist völlig untergegangen. Das stand, glaube ich, in der Welt, weil Dirk Labs, einer der wichtigen Investigativjournalisten im Zusammenhang des NSU, dort geschrieben hat. Aber ansonsten ist das mehr oder weniger unten durchgerutscht. Und vor dem Hintergrund, worum es mir geht, ist diese Unverhältnismäßigkeit von Aufmerksamkeit für einen Gerichtsprozess, von dem im Grunde nicht mehr viel zu erwarten ist. Und auf der anderen Seite zum Teil sehr stringente Aufklärungsarbeit in den ja inzwischen 12 Untersuchungsausschüssen auf Bundes- und Landesebenen, müsste es da einen Schwenk hingeben. Jetzt wird wahrscheinlich erstmal noch das Urteil abzuwarten sein gegenüber Beate Zschäpe und den Nebenangeklagten. Da gibt es nochmal ganz viel Medienaufmerksamkeit. Und dann könnte es ja auch schon wieder mit der Aufmerksamkeit so ein bisschen vorbei sein, wenn der Prozess, der ja immer so im Fokus überhaupt der Medienberichterstattung war, dann vorbei ist. Ist auch die Frage, ob es überhaupt der NSU noch thematisch so richtig in die breite Berichterstattung schafft. Du sprichst da aber von offenen Fragen, die noch geklärt werden müssten, die im Prozess nicht mehr geklärt werden können, aber vielleicht in den Untersuchungsausschüssen. Kannst du vielleicht abschließend nochmal diese Fragen benennen, die du dann eigentlich, was du einforderst von auch den Untersuchungsausschüssen, da Aufklärung zu schaffen? Ja, also ich glaube, es war im Oktober vergangenen Jahres, ich bin mir jetzt nicht mehr so terminlich nicht mehr so genau sicher, wo die Nebenklagevertreterinnen und Vertreter ihre Fragen an Beate Zschäpe gestellt haben. Das waren ungefähr 300 Fragen. Das war ein ganz großer Tag im Prozess, muss ich wirklich sagen, weil Nebenklagevertreterinnen und Vertreter dort sehr dezidiert die Fragen gestellt haben, die A, die Ermittlungsbehörden und B, das Gericht hätte stellen müssen. Also die ganzen wirklich sehr detaillierten Fragen zu, wie wurden die Leute ausgewählt, wer war an den Taten beteiligt, wer waren Helfer vor Ort in den jeweiligen Tatorten. Dazu wissen wir so gut wie nichts, wer hat die Bombe gebaut. Welche Strategien steckten hinter diesem, also welche auch ideologischen Geschichten steckten hinter der Mordserie? Das kann nicht so gewesen sein, wie Beate Zschäpe versucht hat, uns das zu schildern, dass sie da so reingeraten sind, dann mal damit angefangen haben, dann gesagt haben, wir haben unser Leben eh verkackt. Das kommt in Anführungszeichen, das kommt ein paar Mal in ihrer Aussage vor. Das sind alles Detailfragen, die eigentlich, ich fand den Tag peinlich fürs Gericht auch, weil das waren alles Fragen, die eigentlich das Gericht, mindestens aber die Ermittlungsbehörden hätten stellen müssen. Aber auch die großen Fragenkomplexe zu Andreas Temme, dem hessischen Verfassungsschutzmitarbeiter, der am Tatort bei der Ermordung von Halit Yozgat am 6. April 2006 in Kassel anwesend gewesen ist. Wir wissen bis heute nicht, was da passiert ist, wie groß der Zufall gewesen sein soll, dass sich dort ein Verfassungsschutzmitarbeiter aufgehalten hat, welche Rolle er da gespielt hat, was er wusste. Wir wissen es bis heute nicht. Wir wissen überhaupt nicht, was in Heilbronn geschehen ist. Bei der Ermordung von Michelle Kiesewetter, der Polizistin, und dem lebensgefährlichen Anschlag auch auf ihren Kollegen Martin Arnold. Es ist unklar, welche Rolle der Ku Klux Klan gespielt hat. Es war ja der
wie soll ich mal sagen, der Schichtleiter von Michel Kiesewetter war ja zeitweise Mitglied des Ku Klux Klans gewesen in Baden-Württemberg. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, was da passiert ist, und wir wissen letztlich auch nicht, welche Rolle Beate Zschäpe tatsächlich gespielt hat. Also die Indizien sprechen ja alle gegen ihre Aussage, dass sie eigentlich nur eben ein harmloses Opfer, selber Opfer gewesen sei. Das sind die großen Fragen, mit denen wir in diesem Prozess gestartet sind. Die Fragen auch, wo kam das Geld her? Das Geld, was aus den Banküberfällen kann nicht ausgereicht haben. Wo haben Sie noch Geld herbekommen? Wie haben Sie gelebt? Warum sind Sie seit 2007 in ein besseres Wohnviertel in Zwickau gezogen? Wie haben Sie das finanziert? Warum gibt es 2001 bis 2003 eine auffällige Lücke in den Morden, in der Mordserie? Alles Fragen, die am Anfang des Prozesses gestellt worden sind, auch öffentlich in Zeitungsartikeln und so weiter, die bis heute unbeantwortet sind. Und wir haben keine Hoffnung, dass das noch irgendwie in dem Verfahren in München zur Sprache bzw. zur Aufklärung kommen wird. Insofern, das sind die Fragen, von denen ich glaube, da brauchen wir nicht mehr zu warten. Das ist durch.